Als wir 2008 das Weingut Kiefer übernommen haben, wollten wir zusammen natürlich vieles neu machen. Der Wein war schon da, ich war schon Kellermeister. Also da hatte ich schon meine Linie, aber natürlich ging es darum, wie finden wir unseren Stil. Genau, also das Kiefer musste natürlich bleiben, schön groß. Ja. 1851 ist uns wichtig, ist auf jeder Flasche drauf, dass das Weingut schon eine lange Tradition hat. Und das i-Tüpfelchen für uns war dann der kleine Schriftzug bei M&H Schmidt. Der Kaiserstuhl ist so ein besonderes Naturschutzgebiet und ein ganz besonderer Naturraum, weil wir Winzer hier schon seit Jahrhunderten arbeiten. Ist für mich eine große Aufgabe, das zu erhalten, weiterzutragen. Da war mein Vater schon Pionier. Er war der erste Bio-Winzer hier in Eichstätt mit einem eigenen Bio-Weingut 1987. Das Weingut haben wir bewusst als kleiner, schnuckeliger Bio-Betrieb weiter betrieben. Muss ich sagen, da bin ich richtig stolz drauf, dass unsere Vertragswinzer bei Kiefer da auch mitgehen und einen extrem nachhaltigen Weinbau, einen fortschrittlichen Weinbau präsentieren. Beispiel, wir verzichten auf Mineraldünger. Das ist die Grundlage des Ganzen, weil dann habe ich eine viel höhere Pflanzenvielfalt und gesündere Pflanzen. Dann verzichten wir auf Herbizide und um die Pflanzenernährung und eine gute Boden sicherzustellen, ist eine Begrünung, eine jährliche Begrünungseinsaat und ein ganz besonderes Begrünungsmanagement mit auswachsen lassen, wenig mähen, sehr, sehr wichtig. Dadurch können wir auch im herkömmlichen Weinbau auf sehr, sehr viel Pflanzenschutzmittel verzichten. Und das Ganze wird dann nochmal gekrönt, dass wir mit der größte Anbauer von den neuen pilzwiderstandsfähigen Rebsorten sind, die fast überhaupt keinen Pflanzenschutz mehr brauchen. Also Kaiserstuhl ist wahnsinnig geprägt vom Weinbau. Diese Terrassen, die angelegt worden sind, die hat man gemacht, damit man überhaupt bewirtschaften kann, weil im Steilen geht es bei uns nicht, weil die Lössauflage auf dem Vulkan, die ist so erosionsanfällig, dass das nicht gehen wird. Deshalb haben wir hier im Kaiserstuhl uns die Terrassen gegraben. Das ist für mich auch das Einzigartige von Deutschland, dass wir diese riesige, vernetzte Biotope haben und auch der Grund, warum wir eben die meisten Wildbienen von ganz Deutschland haben. Wir haben die Bienenfresser wieder da. Wir haben eine Flora und Fauna, die man sonst nirgends kennt, weil Weinbau da ist und aber gleichzeitig sehr viel Rückzugsfläche für die Flora und Fauna. Und das ist eben auch unser Anspruch, dass wir mit dem Erbe auch behutsam umgehen. Kieferfamilie sind einfach wir alle, das ist unser Spirit. Wir möchten auf Augenhöhe mit allen sein. Was mir wichtig ist, ist der Genuss. Genuss hat für mich ganz viele Facetten. Einerseits das Essen, andererseits der korrespondierende Wein. Andererseits Wein gäbe es nicht ohne eine schöne Landschaft, ohne Reben. Ich glaube, als Mensch, der mit der Natur lebt, ist man vielleicht von Grund auf schon ein bisschen achtsamer, nimmt die Natur wahr, nimmt sich selber wahr. Wir von Kiefer wollen dieses Gefühl mit jeder Flasche erfahrbar machen und so den Menschen ein Stückchen Kaiserstuhl nach Hause bringen.